Willkommen zurück beim Segelflugtraining im Microsoft Flight Simulator 2020. Wir sind in der 40 Jahre Jubiläumsversion und ja, lassen uns gerade mal ein bisschen ausbilden beim Segelflug und haben schon zwei der 7 Episoden insgesamt hinter uns gebracht. Flugzeug schleppen, also vom Boden mit dem Flugzeug in die Luft gebracht, dann den Windenstart und jetzt sind wir beim fortgeschrittenen Windenstart-Training. Und wollen da auch direkt mal reingucken. Schleppnetzbruchtraining, so nennt sich das Ganze. Wir werden in diesem Tutorial Schleppkabelbruchverfahren in geringer Höhe üben. Eine der wichtigsten Arten von Notfallmaßnahmen beim Segelfliegen. Dies wird ein simulierter Bruch sein, denn Sie initiieren, indem Sie das Schleppkabel trennen, wenn wir 210 Meter Höhe über dem Boden erreichen, diesen Bruch quasi selbst. Wenn Sie einen Windenstart verwenden, um in die Luft zu gelangen, müssen Sie das Kabel im richtigen Moment trennen und dann das Segelflugzeug steuern, um in das Muster zu gelangen, um auf der Landebahn 22 zu landen. Der Flug beginnt auf der Piste 22 auf dem Flugplatz Oerlinghausen. Wie beim letzten Mal auch. Schleppleine bricht. Diese Übung wird Sie in den Verfahren schulen, falls Ihre Schleppleine während des Starts bricht. Die häufigsten Ursachen für einen Schleppleinenbruch sind: Die Spannung wird reduziert und dann plötzlich wieder erhöht, wodurch die Leine erschüttert und zerrissen wird. Das Schleppflugzeug erlebt einen Notfall und wirft die Leine ab. Ja gut, das ist dann beim Schleppflugzeug so, aber nicht beim Windenstart. So, und dann gehen wir nochmal weiter. Der Pilot erlebt einen Notfall in der Luft und muss den Start abbrechen. Wir üben dieses Notfallszenario in geringer Höhe mit einem Windenstartsystem, da dieser Teil des Segelfluges am gefährlichsten ist. Ohne ein bordeigenes Triebwerk, das den Auftrieb aufrechterhält oder für zusätzlichen Auftrieb sorgt, müssen Segelflieger sofort reagieren und das Flugzeug präzise steuern. Wenn Sie nach dem Start zu niedrig sind, fliegen Sie direkt zur Piste 040 und landen. Übungsziele: Am Ende der Mission werden Sie in der Lage sein, sich von einem Schleppnetzbruch oder einer vorzeitigen Freisetzung zu erholen. Fliegen Sie Ihre erste verkürzte oder vollständige Landung auf die Landebahn. Üben Sie, gerade und flach auf der Landebahn zu landen, um Flügelschläge zu verhindern. Gut, das ist neu. Also wir landen auch das erste Mal und hier sehen wir ungefähr, was passiert. Und dann probieren wir, Fluggeschwindigkeit zu kriegen, indem wir so ein bisschen nach unten gehen und dann entlang der Start- und Landebahn zu kommen, um dann hier unten wieder zu landen. Ja, schauen wir uns mal an, mal gucken, was das so wird. Willkommen zu Ihrem fortgeschrittenen Training für Windenstarts. Halten Sie die Flügel waagerecht, drehen Sie sich im richtigen Moment in den Aufstieg und halten Sie eine sichere Geschwindigkeit und Flugbahn aufrecht. Ein Windenstart erfordert ein Höchstmaß an Aufmerksamkeit und die Fähigkeit, so schnell wie möglich angemessen zu reagieren. Wenn Sie bereit sind zu starten, signalisieren Sie das dem Schleppflugzeug, indem Sie Ihr Seitenruder einige Male nach links und rechts bewegen. Okay, ich bin bereit. Wir können quasi loslegen. Dürfte er wieder winken, das tut er auch. Lösen Sie das Kabel und brechen Sie den Start ab. Oh, das war zu schnell. Bringen Sie das Segelflugzeug sicher vom Boden weg. Halten Sie die Tragflächen waagerecht. Das haben wir gemacht. Machen wir nochmal. Ausgezeichnet. Sie haben das perfekt gehandhabt. Wir sind zu hoch, um zu landen. Kehren Sie um und fliegen Sie entlang der Landebahn. Wenn Sie sicher sind, drehen Sie sich um und reihen Sie sich zur Landungsvorbereitung ein. So, wollen wir mal gucken. Also, diesmal hat es zumindest geklappt. Wir sind zu hoch, um zu landen. Da ist die Landebahn. Wir wollen ja auch nicht zu früh runterkommen, also probieren wir mal ein wenig zu gleiten. Aha, ein bisschen Wind. Das ist schon mal gut. Kommt da noch ein bisschen Geschwindigkeit drauf.
Eigentlich sind wir schon ziemlich gut nach oben gekommen. Muss man auch ganz klar sagen. Ich weiß gar nicht, gibt es hier sowas wie Flaps? In jedem Fall sind wir ganz schön schnell unterwegs. So, dann machen wir mal die schärfere Kurve hier. Ich glaube, wir sind immer noch zu hoch. Ja, das sieht schon nach Sturzflug aus jetzt. Oh, nee, 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 das wird noch nichts. Da machen wir nochmal eine Kurve. Und probieren tatsächlich mal ein bisschen an Höhe zu verlieren, ne? Sind schon ganz schön schnell unterwegs. Das muss man auch sagen. 154 km/h, 152, hier steht es nochmal. Ja, aber sieht nett aus. Also es ist wirklich ein ruhiges und entspanntes Fliegen. Also das könnte ich mir auch vorstellen. Oh oh. Klar, hier sind Hänge. Da kommt die Thermik nach oben. Wir kommen gar nicht runter. Ah, jetzt kommen wir langsam in die Richtung, wollen aber wieder nicht zu schnell werden. Ah, das wird ein Sturzflug. Okay, viel zu schnell. Wir waren halt auch ein Ticken zu hoch, ne? Nee, das machen wir nicht. So, dann bin ich mal gespannt, was Nitrox, wenn er das sieht, dazu sagt. Der macht ja gerade seinen Segelflugschein. Oder aber auch sagt, Mensch, was machst du da eigentlich für Sachen? Aber diesmal sind wir schon deutlich niedriger. Ja, aber die Gleiteigenschaften sind doch tatsächlich, oder Segeleigenschaften sind doch tatsächlich extrem gut. Muss man neidlos anerkennen. So, jetzt könnten wir das vielleicht schaffen. Ich würde sagen, nein, wir schaffen es wieder nicht. Aber wir können ja noch mal eine Runde drehen. Und schon geht's wieder in die Luft. Das ist ja unglaublich mit dem Ding hier. Und alles ohne Motor. Ja, an alle Segelflieger da draußen. Ihr verzeiht mir bitte, dass ich das hier gerade so mache, wie ich es mache. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir nicht zu langsam werden. Aber es sieht noch ganz gut aus. Aha, da hören wir wieder ein bisschen Wind unter unseren Tragflächen. Wir werden schneller. Es geht auch direkt wieder, ich würde gerade sagen, Ticken nach oben. Sind auch echt schnell unterwegs, muss man schon sagen. Ach da. Ja, ich vermute mal, dass die Segelflieger nicht so reinkommen, wie ich das jetzt hier gerade mache. Na. Ah, bisschen härter als gedacht. Ich stehe auf der Bremse. Die bringt nichts.
Das ist schade. Aber die Bremse war jetzt gerade irgendwie nicht eingestellt. Ich weiß gar nicht, gibt es da eine Bremse? Ich denke, da wird es eine Bremse geben. So, nächster Versuch. Ich glaube, das hier könnte die Bremse sein. Sehr gut. Wir sind zu hoch, um zu landen. Kehren Sie um und fliegen Sie entlang der Landebahn. Wenn Sie sicher sind, drehen Sie sich um und reihen Sie sich zur Landungsvorbereitung ein. Ja, wenn das die Bremse ist, dann wäre das natürlich genau der Punkt, mit dem wir auch richtig arbeiten könnten. Hier haben sie sogar die Wohnwagen und die anderen Segelflugzeuge inklusive der Transportbehälter dargestellt. Das ist ja interessant, also witzig. Detailverliebt, könnte man sagen. So, und ich hoffe, das ist hier wirklich die Bremse. Aber gerade haben wir ja gesehen, hat das nicht so gut funktioniert mit meinen Pedalen. Offensichtlich gibt es da keine Mechanik, der, also diesbezüglich. Vorsicht, Busch. Na, runter, runter, runter. Ich hoffe, das ist die Bremse. Ich glaube, wir werden ein bisschen langsamer. Komm, Junge, zieh. Das hat wieder nicht funktioniert. Ja gut, probieren wir nochmal. Willkommen zu Ihrem fortgeschrittenen Training für Windenstarts. Halten Sie die Flügel waagerecht, drehen Sie sich im richtigen Moment in den Aufstieg und halten Sie eine sichere Geschwindigkeit und Flugbahn aufrecht. Ein Windenstart erfordert ein Höchstmaß an Aufmerksamkeit und die Fähigkeit, so schnell wie möglich angemessen zu reagieren. Wenn Sie bereit sind zu starten, signalisieren Sie das dem Schleppflugzeug, indem Sie Ihr Seitenruder einige Male nach links und rechts bewegen. Ja, ich hätte jetzt eigentlich erstmal ganz gerne die Bremse gefunden. Ich meine, das hier könnte die Bremse sein. Hoffe ich zumindest. Vielleicht ist es auch die Verriegelung von dem Ding. Nee. Können wir mal gucken. Passiert das? Ach, gucke mal. Das sind die Flaps sozusagen. Ah. Das ist ja spannend. Aber vielleicht ist das ja die Art von Bremse hier beim Segelfliegen. Nicht, dass ich das kennen würde, aber ja, vielleicht ist es ja das. Was passiert hier? Oh, da kann man Wasser ablassen. Das wollen wir gar nicht. Fangen wir einfach mal an. Gucken wir mal, was passiert. Kabelbruch. Ausgezeichnet. Sie haben das perfekt gehandhabt. Wir sind so hoch, um zu landen. Kehren Sie um und fliegen Sie entlang der Landebahn. Wenn Sie sicher sind, drehen Sie sich um und reihen Sie sich zur Landungsvorbereitung ein. Na, jetzt habe ich das mal rausgezogen hier. Das Ding. Vielleicht können wir ja da schon ein bisschen vom Speed reduzieren. Keine Ahnung, ob das die Segelpiloten tatsächlich so machen. Ich weiß nur, dass wir sehr, sehr schnell sind. Jetzt scheint es ein bisschen langsamer zu werden. Also, das sind die Art von Speedbrakes, ne, die jetzt hier gerade ausgefahren sind. Ja.
bisschen ruckartige Lenkbewegungen. So, ich stehe trotzdem nochmal auf der Bremse, auch wenn ich weiß, dass es nicht funktioniert. Aber mehr Bremsen als das geht nicht. Halt an. Aha. Auf der Landebahn 22 landen. Ich bin doch da gelandet. Verdammte Axt. Okay, also, jetzt habe ich nochmal nachgeschaut. Also, ich weiß immer noch nicht, wo die Bremsen sind. Aber ich habe mich gefragt, warum steht hier eigentlich nichts von den Zielen? Wenn das bei euch auch so sein sollte, dass die Ziele nicht angezeigt sind, dann müsst ihr hier auf benutzerdefinierte Symbole gehen, hier oben, und die Ziele zusätzlich anschalten. Na, irgendwo hier war es gerade da. Ja. Ziele, da. Es war nicht bei mir ausgeschaltet. Und ich hoffe, dass er mir jetzt sagt, was ich tun soll. Hier steht es nochmal. Ich packe das mal dahin. Führen Sie einen sicheren Start durch. Signalisieren Sie dem Windenführer, dass Sie bereit sind. Das machen wir. Und dann bin ich sehr gespannt, ob das diesmal klappt oder nicht. So, das hat schon mal funktioniert. Kabelbruch. Ausgezeichnet. Sie haben das perfekt gehandhabt. Perfekt. Wir sind zu hoch, um zu landen. Kehren Sie um und fliegen Sie entlang der Landebahn. Wenn Sie sicher sind, drehen Sie sich um und reihen Sie sich zur Landungsvorbereitung ein. So, wir können noch mal ein bisschen runtergehen. Ich mache diese Speedracks hier auch noch mal. Wasserballast entsorgen. Ich glaube, das war das hier, oder? Nee, hier war das irgendwo. Da. Landegeschwindigkeit 54 bis 70 Knoten. Also, Wasserballast haben wir rausgeworfen. Haben wir das schon ganz hinten? Ja. So, ich hoffe, er wird noch ein bisschen langsamer. Ja, vom Wasserballast hatte er nichts gesagt. Es war dann auch ein bisschen schwierig jetzt. Ja, er wird schon langsamer. Es wäre trotzdem nice, wenn er jetzt anhalten könnte. Halt an, halt an, halt an. Das wird wieder nix. Ist doch nicht zu fassen. Mann! Nächster Versuch. Es ist unglaublich, wie lange ich hier brauche, um diese eigentlich zwei Minuten dauernde Aufgabe zu erfüllen. Kabelbruch. Ausgezeichnet. Sie haben das perfekt gehandhabt. Wir sind zu hoch, um zu landen. Kehren Sie um und fliegen Sie entlang der Landebahn. Wenn Sie sicher sind, drehen Sie sich um und reihen Sie sich zur Landungsvorbereitung ein. Naja, was heißt, wenn wir sicher sind? Ah, jetzt Wasser ablassen.
Fahrwerk ist ja noch draußen. So, Speed Brakes. Die wirken doch diesmal ganz gut. Naja, sind wir schon einen Ticken zu weit. Wollen auch nicht ganz so langsam werden. So, ab jetzt wieder schon. Und mit etwas Glück schaffen wir es noch auf diese Start- und Landebahn, auch wenn wir die Geschwindigkeit jetzt nicht mehr haben. So, ich drücke auf den von mir designierten Bremsenknopf. Das funktioniert aber auch nicht. Dann trotzdem ein bisschen langsamer. Ah, könnte klappen. So, jetzt musst du nur noch anhalten, Junge. Halt an. Er will einfach nicht anhalten. Halt an! Das war ein simulierter Kabelbruch, der Sie auf Alleinflüge vorbereiten sollte. Wenn Sie so weiterfliegen, werden Sie bald unter den Besten sein. Mhm. Sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht. Kann ich mir kaum vorstellen. 9559 Punkte. Na, wer hätte das gedacht? So, Bergung und Landung. Landeeffizienz war verbesserungswürdig. Die Sicherheit ihres Starts, was? Nicht volle Punktzahl, das ist ja unglaublich. Boah. Aber 9559 Punkte erreicht. Ich werde das jetzt noch einmal probieren. Mal gucken, ob es diesmal wirklich klappt. Oder nochmal klappt, besser klappt. Hier hätte ich auf jeden Fall gerne die volle Punktzahl. Also ich probiere das nochmal. Schauen wir mal, was passiert. So, der allerletzte Versuch. Ich gestehe, ich hatte gerade schon einen allerletzten Versuch. Jetzt musste ich nochmal ran, weil ich doch mit der Tragfläche an irgendeinem blöden Baum hängen geblieben bin, kurz vor der Landung. Kabelbruch. Ausgezeichnet. Sie haben das perfekt gehandhabt. Wir sind zu hoch, um zu landen. Kehren Sie um und fliegen Sie entlang der Landebahn. Wenn Sie sicher sind, drehen Sie sich um und reihen Sie sich zur Landungsvorbereitung ein. So, jetzt sehen wir auch alles. Passt. So, Ballasttanks ab. Speedbrakes raus. Na, das könnten die ja, also, ja, das hätten sie auch noch erzählen können, finde ich. Vom Gefühl her wäre das für die Aufgabenerledigung ganz gut. Gibt ja vielleicht auch den einen oder anderen, der hier diese Ziele ausgeschaltet hat und das gar nicht sieht, was wir machen sollen. So wie ich. So, und das hier war der Baum, an dem ich gerade hängen geblieben bin. Das hatten wir neulich in Florenz doch auch schon mal. Auch so ein Baum direkt vor der Start- und Landebahn. So, ich probiere das wieder mit dem Runterbremsen, aber es läuft schon wieder nicht so richtig gut.
Mehr als auf der Bremse stehen kann ich leider nicht. So, komm. Das war ein simulierter Kabelbruch, der Sie auf Alleinflüge vorbereitet. Keine Ahnung, ob das besser war. Wenn Sie so weiterfliegen, werden Sie bald unter den Besten sein. Sehr gut gemacht. Also sehr gut heißt schon mal sehr gut. Das ist gut. Also quasi sehr gut. Ja, 9706, keine 10.000 Punkte. Also hier, was? Sind wir noch schlechter geworden. Also hier eigentlich perfekt, nur der Start nicht. Naja, okay. Also, ihr habt gesehen, wie es funktioniert. Irgendwie kann man hier noch eine Bremse einstellen. Zumindest funktioniert sie bei mir nicht. Weiß der Geier warum. Und ja, irgendwie haben wir es trotzdem geschafft, runterzukommen. Und der Tipp des Tages, Ziele einschalten. Dann sieht man auch, dass man zum Beispiel den Wasserballast abwerfen muss. Okay, also, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Natürlich gerne eure Kommentare. Na, vielleicht wisst ihr ja, wie man hier die Bremse einstellt. Und gerne auch ein Abo, falls ihr noch keins haben solltet. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge hier von der Flugschule beim Segelfliegen oder bei einem der anderen Videos bei mir auf dem Kanal. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao und bye, bye.